Alles ist angekommen, rechtzeitig noch vor diesem Video. Und es ist viel. Und es sind ziemlich crazy Sachen dabei. Ziemlich crazy Sachen. Der Härtetest aller Härtetests. Wir vergleichen Amazon 1-Stern-Produkte mit Amazon 5-Stern-Produkten. Größer kann der Unterschied gar nicht sein, weil 1 Stern ist das Schlechteste, 5 Sterne das Beste. Und im Grunde sind es aber die gleichen Produkte. Spoiler, es könnte sein, dass wir das 1-Stern besser als das 5-Stern-Produkt finden. Produkt ist so cool, ich will sofort starten. Ihr seht richtig, es ist eine Hotdog-Maschine. Die sieht ein bisschen anders aus. Die ist so ein bisschen wie ein Toaster. Das Brötchen toasten und das Würstchen toasten. Aber sie macht kein Loch ins Brötchen. Man kann auch Eier damit warm machen. Kann ich raten? Ja. Das ist aber schwer. 5 Stern, 1 Stern. Einfach, weil das fancy aussieht. Falsch geraten. Heute ist dein Talent leider nicht ganz so schnell, hä? Das hier ist nämlich das werte 5-Stern-Produkt. Das hier ist für 1 Stern. Aber mal sehen, ob wir der gleichen Meinung sind. Ah, ich habe mein Knie zertrümmert. Trösten dich Hotdog? Ja. Es gibt jetzt nämlich Hotdogs. Auf die warte ich schon so lange. Das ist die 5-Sterne-Version. Die Verpackung sieht schon mal nicht schön aus. Hat nur 1 Stern. Ich hoffe einfach nur, es ist nicht zu kompliziert. Meine sieht einfach aus wie ein Toaster. Aber wo machst du denn die Löcher ins Brot? Das ist modernes Hotdog-Brot, das hat schon Löcher. Nein, echt? Hä, wieso lügst du denn? Wie? Das hat doch kein Loch. Das mache ich ja jetzt. Wird das heiß? Ja. Ah, okay, dann darf ich noch nicht. Hier kommen meine Würstel rein. Mehr stehen die auch nicht zu. Power! Muss ich das noch irgendwo anmachen? Ah! Oh, es leuchtet. Meine Maschine ist easy, aber ich frage mich, wieso brauche ich eine Maschine, um ein Loch zu machen? Ich kann doch meinen Finger da reinstecken. Sieht auf jeden Fall fancy aus, weil man so eine Retro-Style-Küche hat. Passt perfekt rein. Bisschen klapprig. Es erinnert halt echt an den Toaster. Ach, da schiebst du... Nö. Die Würstchen und da die Brote rein. Und wo machst du das Loch? Vorher. Nein, mit dem Finger? Aber wofür brauchst du dann die Maschine, wenn sie nicht mal ein Loch kann? Frag mich nicht. Sie hat eh nur 1 Stern. Oh, es wird schon langsam warm. Das dauert. Die Würstchen stecken schon mal drin. Das sieht einfach komisch aus. Und ja, das Brot kommt hier rein. Aber es passt perfekt. Guck mal. Wie gemacht für 2 Hotdogs für mich. Ich mach das jetzt. Schön langsam. Ich habe ein kleines Loch, bin an der Verschnecke rausgekommen. Hotdogs machen das auch mit Kunst. Hey, aber wieso geht das denn nicht weiter? Oh, meins raucht. Soll das so? Ich glaube, ich habe einfach den ganzen Teig nach hinten geschoben. Stinkt und raucht. Das ist alles verloren. Hey, kann ich noch ein Brot? Was ist das denn? Ist das normal, wenn das so ein bisschen stinkt? Nein. Vielleicht hat es deswegen nur 1 Stern. Ich frage mich eher, warum meins 5 hat. Bitte sag mir, dass wir noch mehr Hotdog-Brötchen haben. Leider nein. Nein! Aber das Experiment ist gescheitert. Ich würde sagen 0 Sterne. Was um alles Herren war das denn? Die Maschine greift uns tätlich an. Das ist auch noch heiß. Das ist auch noch gefährlich. Was machst du? Das ist nicht mehr normal. Das ist so sad. Ich kann gar nicht glauben, dass es schon der 4. Comic ist und er ist schon wieder so spannend geworden. Sorge um Cookie schon überall erhältlich ist. Wir freuen uns wie immer sehr, sehr, sehr über eure Amazon-Bewertungen. Wir lesen es dann auch immer alles durch. Ihr seid einfach die süßesten und besten. Entweder in jeder Buchhandlung eurer Wahl oder online. Danke für euren ganzen Support. Das wollte ich unbedingt haben. Ich brauche es so dringend. Entfusselmaschine. Kennt ihr das, wenn Kleidungsstücke so Peeling machen? Und diese kleinen Fusselknötchen, das soll weg. Und die kann man einfach abrasieren. Jetzt ist nur mal die Frage, welche Maschine hat es mehr drauf? Du kannst ja mal wieder raten, was 1 Stern, was 5 Stern war. 5, 1. Wie, das siehst du schon von außen, oder wie? Na, ich soll ja raten. Oh, da sind richtige Rasierklingen dabei. Und was ist was? Richtig. Back on track. Ich bin sehr froh, dass wir diese Dinge jetzt ausprobieren werden, denn ich habe hier 2 Kleidungsstücke. Die sind hart an der Grenze. Und die warten jetzt darauf, endlich entfusselt zu werden. Die habe ich immer schon in eine Ecke von meinem Kleiderschrank gelegt, dass vielleicht, wenn ich mal so ein Teil habe, dann kann ich es machen. Oh, jetzt hast du gleich 2 davon. 1 Stern bekommst du. Ich nehme mal das 5er-Ding. Die Messer fliegen da einfach drin rum. Oh, meinst du das schon schön? Oh, ich glaube, deins ist leer. Nein, aber es leuchtet. Und es gibt nur diese eine Taste. Achtung, Leute. Das sieht aus wie neu. Wow, die sind halt einfach weg. Hier ist noch ein bisschen. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich frage mich halt gerade so, wieso habe ich so ein Teil nicht schon früher gekauft? Wenn man das öfter benutzt, muss ich irgendwann das Kleidungsstück ja auflösen, oder? Aber könnten wir jetzt noch rausfinden, wie meines funktioniert? Ich gebe dem 5 Sterne. Los! Steck's nochmal an und dann probieren wir es nochmal aus. Ich habe ja noch eine ganze Jacke. Ich bin kurz aufladen. Ist jetzt fertig aufgeladen. Aber es geht immer noch nicht.
Wow, das hätte dein Finger sein können. Ich hab's repariert. Wieso hört sich das so viel wilder an als das andere? Unsympathisch! Hier am Arm. Das hier, das sind alles Fussel. Weg damit! Die Frage ist, ob diese Fussel hier hartnäckiger sind oder ob der Fusselrasierer einfach schlechter ist. Ich probier's nochmal mit dem. Ich finde, der ist ein bisschen besser. Das ist für mich das Ein-Stern-Produkt. Es hat zuerst nicht funktioniert und es macht mir große Angst. Gucken wir mal, wie viel wir abgefusselt haben. Oh, hier. Kleine Flauschewölkchen. Lecker. Fussel. Und hier? Auf jeden Fall haben beide funktioniert. Beide haben den Test bestanden, aber ich finde, der Weiße hat 5 Sterne. Was ist das? Das ist sehr interessant. Rolling Stone. Ein rollender Stein? Ihr kennt doch sicher Blotting Paper. Das sind diese kleinen Papierchen, die so ein bisschen sind wie Backpapier. Und damit kann man das Gesicht nicht mehr ölig machen. Und das ist ein Stein und ich glaube, der nimmt auch das Öl. Oha. Da kommt ja Puder runter. Vielleicht ist es ein Puderroller. Du weißt nicht, was du gekauft hast? Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. 5 Sterne, 1 Stern. Habe ich recht? Ja, richtig. Du hast es kaputt gemacht. Das kann ich wieder reparieren. Alles gut. Der Stein ist ein bisschen hier rausgefallen. Du hast es kaputt gemacht. Das regle ich. Ja, und jetzt? Aber das war zum Glück ein Zweierpack. Wir haben noch ein zweites. Das kriegt von mir bestimmt keine 5 Sterne. Hab's repariert. Bist du ölig im Gesicht? Ich nehme das 5 Sterne. Irgendwie wie Kreide. Ich habe Angst, dass ich am Ende mein Gesicht angemalt habe mit so einer braunen Farbe. Oh. Ah ja, da war ja was. Das soll 5 Sterne sein und es bricht schon auseinander, wenn ich es nur einmal anfasse. Oh, ich bin richtig ölig. Kannst du mal eine Aufnahme auf mein Öl machen? Wenn das hier so bin ich ölig oder hier so an der Nase. Großer Moment. Es hat auf jeden Fall irgendwas aufgenommen. Das ist ja ultra eklig. Da geht braune Farbe ab. Jetzt habe ich einen braunen Fleck im Gesicht. Ich wusste es doch, das ist mir nicht ganz geheuer. Aber das ist ja auch voll eklig, wenn das dann so der Stein, so Ölstein. Ich würde mal empfehlen, nicht zu doll zu machen, weil ich habe jetzt einen orangen Fleck im Gesicht. Wie sieht das denn aus? Und? Na, ich kriege zumindest keine Flecken. Uah, guck mal. Das ist ja voll widerlich. Wieso soll ich denn nicht einfach Puder nehmen? 1 Stern, sowas von zurecht. Ich habe jetzt orange Flecken im Gesicht. Meins nicht zurecht, 5 Sterne, weil es bricht die ganze Zeit auseinander. Komische Erfindung, braucht man nicht. Schnell weg. Das ist ja aber die coolste Decke der Welt. Decke? Ist also mit deinem Körper reinschlüpfen. Der Kopf kommt im Mund raus. Es ist ein Hai. Kann man das sehen? Es ist eine Haifischdecke. Ich muss schon nachgucken, was 1 Stern, was 5 Sterne war. 5 Sterne, 1 Stern. Sekunde. Wir haben hier gleich die Auflösung. Falsch. Der Rosane hat 5 Sterne und der Blaue hat nur 1 Stern. Mal sehen, ob wir da überhaupt reinpassen gleich. Da unten ist halt so zu, wie bei so einer Meerjungfrau. Da muss man reinschlüpfen. Füße zuerst. Ich steige gerade in den Mund von einem Hai. Und dann habe ich links und rechts Platz für 2 Füße. Nee, das sind die Hände. Das ist ja mega kompliziert. Ha, ich bin drin. Es ist ein bisschen wie so eine Meerjungfrau. Oh, meine Füße. Wie cool ist das? Das ist nicht unsere Größe, ey. Passt du nicht rein? Nein. Du schon? Bisschen. Was habe ich? Kindergröße? Bei mir reicht es gerade mal so. Ich dachte, das kommt über den Kopf. Der Mund, falls ihr euch nicht orientieren könnt. Ich komme aus dem Mund eines Haies und das sind seine Flossen. Meins ist viel kleiner. Aber deins hat 5 Sterne. Weiß ich nicht. Ich gebe trotzdem keine 5 Sterne irgendwie. Ich auch nicht. Ich passe nicht rein. 2,5 Sterne. Hallo, Herr Postbote. Was haben Sie heute für mich? Tja, da hat meines ja wohl gewonnen. Glasklar. Deines ist ja wirklich winzig. Ich sehe aus wie ein gestrandeter Wal. Was ist super, super gehypt auf TikTok und ist aber auch super, super teuer und man kann daraus trinken? Diese Becher. Ja, und weil die aber super teuer sind, habe ich uns ein Fake organisiert. No-Name-Produkte, die was Ähnliches gemacht haben. Wow, das ist ja riesig. Was geht? Na, schon mal gesehen? Die sind komplett ident. Krass, das sind echt die gleichen, ne? Einer hatte 1 Stern und einer 5. Du darfst ja mal raten. Können wir tauschen? Ganz sicher nicht. Oh. Passt du mal am Anfeld? Ich habe irgendjemand auf TikTok gesehen, da hat es unter diesem Gummi in der Mitte zu schimmeln begonnen. Boah, Vicky. Immer schön waschen, wenn ihr euch so einen Becher holt. Cheers. Oho, ich habe viel Durst mitgebracht. Ich verstehe schon ein bisschen, was die Leute daran feiern. Ich finde den Fake auch gar nicht schlecht. Ich habe 5 Sterne, du hast 1 Stern. Aber es sind genau die gleichen. Cheers. Ich habe Cola mitgebracht. Testen wir jetzt einfach, aus ihnen rauszutrinken? Das ist der Test. Oh, du testest ohne Strohhalm und ich mit, oder wie? Ich habe ihn irgendwie verloren. Oh, Cola-Zitrone, mein Lieblings-Cola. Da passt auf jeden Fall viel rein. Hätte in 1 die ganze Flasche gepasst? Soll ich mal bei dir dazuschütten, dann sehen wir, wie viel reinpasst. Okay, das ist ein bisschen crazy. 1 Liter Stay Hydrated. Dankeschön. Aber wäre schon besser, wenn man nicht 1 Liter Cola trinkt. Eigentlich wäre besser, man macht da Wasser oder irgendwas Gesundes rein. Tee. Cheers. Ich hab nix. Gib mir mein Cola zurück. Sofort. Gib's zurück. Ich hab nur zugeschraubt. Wie gemein kann man sein?
Wisst ihr, ich stelle mir das am Sofa sehr praktisch vor. Ich brauche am Sofa immer was zu trinken und es erfordert für mich höchste Konzentration, mit einem Glas zu trinken, weil ich immer Angst habe, dass ich auskippe. Sie kann nicht aus einem Glas trinken, sie macht das noch nicht so lange. Stell mir vor, dass das Cola jetzt in einem Glas lümmelst am Sofa rum, hast ein helles Sofa. Gefährlich. 5 Sterne. Ja, auch schmeckt gut. Ich fühle mich schon ein bisschen wichtig damit. Sollen wir nochmal ein Stern versus 5 Sterne Produkte vergleichen? Danke fürs Zusehen und danke an jeden Abonnenten von euch. Wir haben euch lieb. Tschüss, tschüss. Ciao.